Bitte entschuldige mich, Wolfram. Ich erwarte Besuch. Oh, guten Abend. Ah, guten Abend. Oh. Kommt doch rein, meine Freunde. Was? Wie schön, dass ihr kommen konntet. Na, also das ist ja mal ein Empfang, das lobe ich mir. Mal keinen Rollladen auf die Schnauze kriegen. Oh, ein rotes Kuscheltier. Rote Haare. Ganz lieb, Wauwau. Was willst du von mir? Ich bin kein Kuscheltier. Ich bin doch ein Fuchs. Nein, lauf nicht weg. Fuchs, hör auf, den Clown zu spielen. Komm, mach es dir bequem. Tut mir leid, Wolfram, aber ich habe Besuch. Nimm deinen Kram und geh. Das wird dir noch leid tun. Ich habe dich gewarnt. Na los, zack, zack, raus mit dir und tschüss. Oh, Mama, guck mal, wie süß der ist. Fang mich doch, wenn du kannst. Das werde ich. Ein kleines Stückchen Kuchen und schon mag er dich. Diese dickköpfige Fiona. Aber sie wird meine Glubsche Abwehrlampen noch kaufen. Schließlich habe ich schon die ganze Stadt damit versorgt. Oh. Glaubt sie dir etwa nicht? Denk doch mal nach. Vielleicht gibt es ja einen Weg, dass sie ihre Meinung noch ändert. Ich muss mich für den merkwürdigen Empfang entschuldigen, aber ich hasse diesen Wolfram, der Lampenverkäufer in unserer Stadt ist. Ja, er ist ein seltsamer Typ. Und wie heißen Sie? Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich heiße Fiona und das ist mein Sohn Felix. Und du, wer bist du? Ich bin der kleine Prinz und das hier ist mein Freund, der Fuchs. Wie es aussieht, versteht er sich gut mit ihrem Sohn. Wir kommen von B612 und wir sind jetzt hier, weil... Wie soll ich das erklären? Weil wir vor diesen merkwürdigen Tierchen geflohen sind. Dicke, fliegende Glotzaugen, die uns durch den Wald gejagt haben. Die Glubscher? Ihr seid echt Glubschern begegnet? Ich denke ja. Aber die waren nicht sehr gastfreundlich. Ich glaube, die wollten uns sogar angreifen. Tatsächlich? Merkwürdig. Die sind doch total friedlich. Auf jeden Fall haben sie euch nicht versteinert. Willst du etwa damit sagen, diese Glotzaugen lassen Leute zu Stein werden? Aber nein, das ist nur ein Gerücht. Nur in letzter Zeit hat sich eine schreckliche Angst in unserer Stadt ausgebreitet. Ich erzähl euch warum. Fernanda hat ihren Mann Ferdinand vor ein paar Tagen im Wald gefunden. Nein, im Gebiet der Glubscher. Ferdinand kennt sich mit den heimischen Lebewesen aus und geht gerne im Wald spazieren. Aber wie sie feststellte, war er versteinert. Die Leute waren schockiert, sie bekamen Angst und schreckliche Gerüchte begannen die Runde zu machen. Doch in dem Moment kam Wolfram. Keine Sorge, Freunde, ich stehe. Er behauptete, dass es die Glubscher waren. Er sagte, sie hätten schon früher mal sowas gemacht. Das stünde in einem alten Geschichtsbuch. Und alle glaubten ihm. Ferdinand konnte ja nichts mehr sagen. Wolfram! Wolfram! Und prompt hatte Wolfram eine Lösung parat. Seine Glubscher Abwehrlampen. Unter den Leuten brach ein Kaufrausch aus. Überall brennen jetzt Lampen zu unserem Schutz. Das grelle Licht soll die Glubscher daran hindern, sich unserer Stadt zu nähern. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie das tragische Schicksal von Ferdinand die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Und